Guten Morgen, meine Damen und Herren. Edward Bernay, Sigmund Freuds Neffe, hat im Jahr 1928 ein Buch mit dem vielsagenden Titel Propaganda veröffentlicht. Bernay, ein Verhaltenspsychologe, hatte kein Problem damit, sich selbst als Propagandist zu bezeichnen. Er war in der Werbebranche tätig und hat verstanden, dass die Kriterien der marketingbezogenen Kommunikation ganz ähnliche, wenn nicht sogar dieselben sind, wie die Kriterien der politischen Propaganda. Er benutzt den Begriff Propaganda tatsächlich abwechselnd für marketingbezogene, konsumbezogene Werbepsychologie und auch für Manipulation politischer Entscheidungsprozesse. Für ihn ist all das Propaganda, was auf dem wirtschaftlichen Spielfeld oder auf dem politischen Spielfeld zu den gewünschten Ergebnissen führt. Was sind die gewünschten Ergebnisse? Nun, als Verhaltenspsychologe, als behavioristischer Psychologe geht Bernay davon aus, dass es das Ziel des Propagandisten ist, ein bestimmtes Verhalten beim Empfänger der Botschaft zu gestalten. Er spricht vom Shaping of Behavior. Insofern ist es noch eine ganz typische behavioristische Phrase. Man spricht tatsächlich vom Gestalten oder Kreieren von Verhalten, wenn man bestimmte Konditionierungsprozesse beschreibt. Eine Konditionierung im Sinne der klassischen Verhaltenspsychologie ist die Einübung einer Stimulus-Reaktionskette. Man installiert einen bestimmten Stimulus, einen bestimmten Reiz, der einer Reaktion oder eine Abfolge von Reaktionen, eine Reaktionskette hervorruft. Indem man Erkenntnisse sammelt über die Beschaffenheit möglicher Reize und ihrer kausalen Auslösung von Reaktionen und Reaktionsketten, kann man also Verhalten willkürlich steuern, indem man bestimmte Reize installiert, die absichtsvoll ein bestimmtes Verhalten als Reaktionskette auslösen soll. Insofern folgt Edward Bernay in seiner Argumentation zu Beginn der damals schon etablierten Behavioralpsychologie als erfahrungsbasierter, empirisch basierter Verhaltensforschung und der Etablierung von Reizreaktionsketten. Doch wenn man sich dem Bereich der Propaganda widmet und Bernay bezeichnet als Propaganda nochmals alles, was im wirtschaftlichen und im politischen Bereich zu einer solchen Verhaltensform führt, dann müssen wir auch sehen, dass es sich bei Propaganda um eine Form der Rhetorik handelt. Also das erwünschte Verhalten wird durch rein rhetorische Mittel erzeugt. Und das unterscheidet Propaganda als Sonderform der Rhetorik von der klassischen Konditionierung als solcher. Ja, denn die Reizreaktionsketten in der klassischen Konditionierung, die werden nicht nur durch die menschliche Rede, durch die Rhetorik hergestellt, sondern es gibt unterschiedliche auslösende Momente. Die Propaganda jedoch reduziert sich auf Rhetorik. Und das bedeutet, laut Bernay, dass die Rhetorik des Propagandisten eine ganz besonders ausgefeilte sein muss. Er muss sich seiner Worte sicher sein, da sie seine einzige Waffe sind, da sie die einzige Möglichkeit für ihn sind, Verhalten zu konditionieren. Er muss also ein Meister der Sprache sein. Aber, das fügt Bernay gleich hinzu, um einem weit verbreiteten Missverständnis vorzugreifen, ein Meister der Sprache, ein Top-Propagandist, muss nicht ein geschliffener Rhetoriker sein. Es kann jemand sein, der mit einer sehr ungestalteten Sprache, mit einer sehr einfachen Sprache auftritt. Wichtig ist, dass seine Botschaft verstanden wird, nicht auf einem bewussten, sondern auf einem vorbewussten Level. Hier ist Edward Bernay ganz klar ein Neffe Freuds. Ähnlich wie sein berühmter Onkel geht Bernay davon aus, dass unsere Reizverarbeitung und unsere alltägliche Art, mit Begriffen umzugehen, großenteils vom Unterbewusstsein gesteuert ist. Konditionierungsprozesse, wie er sie anstoßen will durch Propaganda, seien also Prozesse der Kommunikation mit dem Unterbewussten, nicht mit dem Bewusstsein der Menschen. Und hier beginnt die Manipulation sehr subtil zu werden.
Denn der Propagandist überzeugt nicht durch bestimmte Vernunftargumente oder dadurch, dass er bessere Vernunftargumente hat als ein Konkurrent, also durch einen Redewettstreit, durch einen Wettbewerb, sondern dieser Wettbewerb wird umgangen, wird unterschritten, indem die Vernunfterkenntnis als solche bereits unterschritten wird. Dieses Konditionieren vom Verhalten oder dieses Herstellen eines künstlichen Konsenses über eine Sache oder über eine Person wird laut Bernays dadurch erzielt, dass tatsächlich das Unterbewusste als Agent unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens angesprochen wird. Und wie geschieht das? Da hat der Propagandist, wie er sich selbst nennt, ganz entscheidende Erkenntnisse. Für Bernays gibt es drei Schlüssel zur erfolgreichen Propaganda. Um nicht das Bewusstsein, sondern das weitaus mächtigere Unterbewusstsein einer Masse zu erreichen, muss man zum einen wissen, was ist die Masse überhaupt als solche? Wie spricht man eine Masse an im Gegensatz zu einem Individuum? Und man muss die Schlüssel zum Unterbewusstsein der Masse besitzen. Hier wird es sehr interessant. Und es ist auch philosophiegeschichtlich und psychologiegeschichtlich höchst interessant, was Bernays hier herausfindet. Für Bernays gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Individualpsychologie und Massenpsychologie. Das ist soweit wissenschaftsgeschichtlich nicht außergewöhnlich. Vor Bernays hat sich natürlich Freud schon mit dem Begriff der Masse beschäftigt, vor Freud bereits Schopenhauer und nach Bernays Wilhelm Reich in seiner Massenpsychologie des Faschismus. Also wir sehen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und auch bereits früher eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Masse und der Versuch zu unterscheiden und zu verstehen, weshalb eine Masse mitunter leichter oder schwerer steuerbar ist als ein Einzelner. Was also die Massenpsychologie als solche von der Individualpsychologie unterscheidet, da hatte Freud die Vorstellung in seinen Abhandlungen zum Begriff der Masse, dass die Masse stärker noch vom Unterbewusstsein gesteuert wird als der Einzelne, der ja selbst bereits sehr stark vom Unterbewusstsein geprägt sei. Ja, Freud hatte einmal die bekannte Metapher des Eisberges gebracht, um das Verhältnis von Bewusstsein, Tagesbewusstsein, zu Unterbewusstsein zu illustrieren. Er sagte sinngemäß, unsere Verhaltensweisen, unsere Entscheidungen, unsere vermeintlich vernunftbasierten, vermeintlich unabhängigen Entschlüsse sind vielleicht zu 10% vom Bewusstsein geprägt, zu 90% vom Unterbewussten. Das Bewusstsein ist wie die Spitze eines Eisbergs, aber das Unterbewusstsein ist wie der Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche liegt, der weitaus größere Teil. Und wenn nun Freud argumentiert, dass die Masse noch stärker vom Unterbewusstsein geprägt sei, als es der Einzelne bereits ist, dann sprechen wir also von einer Ratio Bewusstsein zu Unterbewusstsein, die so stark in Richtung des Unterbewusstseins tendiert, über 90, vielleicht über 95%, dass wir davon ausgehen können, dass die Massenpsychologie als solche und die Propaganda als eine Rhetorik, die die Massenpsychologie als Instrument benutzt, gar nicht mehr das Bewusstsein adressiert, sondern gleich das Unterbewusstsein ansprechen möchte. Und Edward